Ihr seid diesmal dabei bei der ersten Team-Edition von Brainiac. Wir haben das alles kurzfristig noch reingemacht. Ich wollte das schon länger mal machen, aber wir haben immer nicht die Zeit gehabt, das reinzumachen. Ich glaube, ihr wart alle schon mal dabei, ne? Mhm. Ja. Bin mir sehr sicher, dass ihr alle schon mal dabei wart. Es gibt ein paar neue Kategorien. Wie immer zwei Bretter mit insgesamt 50 Fragen. Aber generell ist ein bisschen was dazugekommen. Zum einen, dass ihr jetzt ein Team spielt. Wir haben einmal Basti und Baso. Wir haben einmal Mango und Maluna. Und wir haben einmal Noway und Philly Steinkopf. Wir haben diesmal keinen Themenschwerpunkt. Es ist wild durchgemixt von Serien über Filme, über Videogames, über Geografie, über bekannte Leute. Aber da ihr ein Team spielt und immer zusammen antwortet, also in fast allen Fällen antwortet ihr immer zusammen. Sprich, ihr habt ein Textfeld und ihr könnt beide das Textfeld bearbeiten. Wenn der eine was nicht weiß, kann der andere antworten und so. Das ist bei Kartenfragen ähnlich. Es gibt mittlerweile Karten, wo man so einen Pointer draufsetzen muss. Miau. Da teilt ihr euch im Normalfall auch einen Pointer. Sprich, ihr gebt halt nur eine Antwort pro Team ab. Erkläre ich aber bei den einzelnen Kategorien dann nochmal. Es gibt eine kleine Incentive. So, ich mache ja gerade diesen Spendenstream. Wir sammeln fürs Tier in Berlin. Eigentlich wollten wir es fest einbauen ins Overlay. Hat aber nicht mehr ganz gereicht zeitlich. Wir haben nach jedem Brett einen Duellhandschuh. Das ist, ich glaube, die meisten von euch haben den schon gesehen. Das ist so ein Extra-Joker, wo dann Leute gegeneinander so ein Minigame spielen. Und der ist diesmal Team gegen Team gegen Team. Also spielen alle gegeneinander. Und bei den Donations ist es so, dass die gerade ausgelesen werden. Leute, die spenden, können quasi einen Namen angeben. Und die Namen, also das Team, was am Ende am meisten Spenden in der Summe hat, kriegt ein Handicap. Sprich, wenn Team No Way and Philly sagt, No Way and Philly sind hinten, Zuschauer wollen No Way and Philly helfen, dann ist es dann wahrscheinlich am besten, wenn sie mit Namen Mango und Maluna Stations raushauen. Mhm. Weil wir die am meisten nach dem ersten Brett so in der Summe zusammen haben, dann kriegen die ein Handicap bei dem Duell-Joke. Okay. Ist nur ein kleines, ihr könnt trotzdem spielen, könnt trotzdem noch gewinnen so und macht overall nicht so viel aus, aber es ist halt so eine kleine Donation Incentive. Die letzten 5 Fragen auf jedem Brett, die werden im Punktewert verdoppelt. Das ist wichtig, sprich, ihr könnt gucken, dass ihr so ein bisschen strategisch Fragen pickt. Plus, mittlerweile verliert man nicht mehr die volle Punktzahl, wenn man falsch beantwortet, sondern nur 50%. Wenn ihr Textantworten geben müsst, die linke Person in jedem Team gibt die endgültige Antwort und die rechte berät quasi über das Kommunikationsfeld. Okay. Ja? Nur damit ihr Bescheid wisst. Bitte keine Geografie. Bitte keine Maps, keine hier Flaggen. Neue Runde. Wir fangen mit Mango und Maluna. Wir haben gewonnen. Okay. Wir waren das jetzt. Ja. Was nehmen wir jetzt als erstes? Wollen wir abwechselnd entscheiden einfach? Ja, okay. Dann, ich will Eggplant 200. Eggplant 200. Ja. Ich habe eine Frage. Müssen wir den Chat zumachen? Besser ja, ihr müsst alle den Chat zumachen übrigens. Tschüss, Chat. Das ist wichtig, weil wir eure Chats später noch für ein paar Dinge brauchen werden und dann dürft ihr auf gar keinen Fall sehen, was im Chat stimmt. Okay. Geschrieben wird. Nicht stimmt. Entschuldigung, bitte weitermachen. Okay. Eggplant 200. Es ist nicht Teamoji. Die Kategorie vom letzten Mal. Es ist was anderes. Bei Eggplant, das ist eine Buzzer-Frage. Sprich, wer am schnellsten buzzert, kann eine Antwort geben. Bei falscher Antwort wird der Punktewert oder die Hälfte vom Punktewert abgezogen. Ansonsten kriegt ihr den vollen Punktewert obendrauf. Kriegt ihr 3 Emojis und ihr müsst mir sagen, was wir suchen. Das muss ich nochmal dazu sagen, weil wir das noch nicht erwähnt haben. Es gibt Joker, ne? Zum einen die Kaffeepause, die könnt ihr jederzeit ziehen. Solange die Frage noch nicht gewählt ist, also solange ihr das Board seht im Overlay, könnt ihr einen Joker einsetzen. Immer nur einen Joker. Und Kaffeepause im Endeffekt, ihr könnt ein Team aussetzen lassen für eine Runde. Und der andere ist volles Risiko, heißt der, aber ist im Endeffekt nur doppelte Punktzahl. Wenn ihr die nächste Frage richtig beantwortet, nachdem ihr den Joker gezogen habt, dann kriegt ihr doppelte Punkte. Aber es wird ein Emoji gesucht gerade jetzt oder was anderes? Nee, die du siehst jetzt gleich 3 Emojis und die beschreiben etwas und du musst mir sagen, was gesucht wird. In dem Fall, und ich sag das immer vorher dazu, suchen wir irgendwas aus dem Fernsehen. Okay. Ah. Ihr seht jetzt die ersten 3 Emojis. Oh. Wenn ich... Das ist die Sendung mit der Maus. Oh, wow. Ja, es ist natürlich absolut richtig. Oh. Es ist die Sendung mit der Maus. Ach, und auf das Punktekonto. Ja, ich werde hier alles gewinnen hier. Krank. Philipp und Fred gehen 200 Punkte. Dankeschön. Gott sei Dank. In Human Reactions. Wenn mein Team jetzt fahren würde... Und ich würde jetzt noch in den Chat was reinschreiben. Also hat man da noch, man hat da keine Interaktionszeit jetzt eigentlich noch groß. Nee, aber wenn du es weißt, kannst du hier einfach buzzern. Aber man buzzert ja repräsentativ fürs Team, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel...
dürfen wir uns besprechen, so, oder? Ja, das sind alles so Detailfragen, die wir selber nicht beantwortet haben vorher, weil wir die Zeit nicht für hatten. Sprich, bei Buzzer-Fragen zum Beispiel würde ich schon sagen, ihr kommuniziert da nicht mehr großartig, sondern gebt eine Antwort, weil eine Buzzer-Frage. Genau. Ja, das wird ja vielleicht auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel merken würde, dass du jetzt aufs Wort nicht kommst oder so, weil du ein Blackout oder so hast. Mhm. Und ich könnte es jetzt hier in den Chat schreiben. Genau. Das würde gehen, oder? Aber man buzzert doch, wenn man es weiß. Doch einfach. Ja, genau. Also okay. Man kann schon auf Verdacht buzzern, das geht natürlich auch. Ich würde sagen, bei Buzzer-Fragen kommuniziert dann nicht mehr, sondern gebt einfach direkt eine Antwort. Beim Rest habt ihr immer. Also es ist ein bisschen fairer. Es können doch beide buzzern. Wir hätten natürlich, gebe ich direkt weiter an die Leute, die immer daran arbeiten. Beim Buzzern können wir das Feld dann beim nächsten Mal einfach ausblenden, so dann passt das. So. Ist ein bisschen lauter. Aber wenn man buzzert, dann darf auch nur eine Person sprechen vom Team. Also wenn ich jetzt schnell buzzer. Nö, das nicht. Kommuniziert nicht über das Textfeld am besten, aber ihr könnt schon reinschalten. Okay. Also das beantwortet auch die Frage von Basti im Endeffekt, ne? Weil du kannst ja einfach für Linda antworten. Ihr buzzert ja als ein Team quasi. Okay. Gut. Erstes zu No Way und Feli. Gehen wir die nächste. Also nachdem, wie du die Antwort das Board gehört dir. Mach du erstmal. Nein. Ja gut, dann mach ich's. Wir wollen jetzt natürlich direkt eine. Sagst du irgendwie, wo man das noch zu toppen? Wir machen den. Wohl, No Way, bist du ein Mima? Ich weiß es nicht. Nee. Also Mima, das Board sieht echt schlecht aus für mich, ne? Muss ich sagen. Das ist dein Board, glaube ich. Ich sag mal Goethe Official 300. Goethe Official 300. Ja, ich glaube, das ist so. Ad Goethe Official. Wir sind nicht am ältesten hier, glaube ich. Was denn ist Goethe Official? Ad Goethe Official. Ich wusste einfach nicht, wie ich die Kategorie nennen sollte. Ad Goethe Official heißt im Endeffekt einfach nur, dass es um Twitter geht. Jemand hat einen Tweet geschrieben. Name und Profilbild sind ausgegraut. Und wenn ihr mir nennen könnt, von wem der Tweet ist, dann kriegt ihr die Punktezahl. Sprich, wieder einfach nur buzzern. Der erste Tweet, den wir bei 300 suchen, die ist ein bisschen schwieriger, fairerweise. Kommt immer darauf an, welchen Leuten man folgt. Ich habe versucht, das ein bisschen fair zu machen, aber ich gebe euch jetzt mal den ersten Tweet. Erster Tweet lautet: Könnt ihr bitte meinen Shadowban aufheben oder bin ich einfach zu hässlich? @TinderGermany, help. Ich hab eine Idee. Den hab ich noch nie gelesen. Boah. Ich hab eine Idee, aber ich trau mich nicht. Ich hab den Tweet auf jeden Fall gesehen. Ich hab eigentlich gedacht, das wird meine Sache, Twitter, aber ist schon wieder over. Da könnte man jetzt aber miteinander schreiben, ne? Ja, klar. Vorher könnt ihr immer miteinander schreiben. Oh, das könnte sein. Ich habe an sowas gedacht hier. Keine Ahnung. Oh, das kann auch sein. Ich würde es nicht riskieren, weil man kriegt ja Minuspunkte, ne? Ja, ich glaube, lohnt sich nicht. Ich meine, wir sind hier gerade bei einem schönen 200-Punkte-Polster. Wir sind nicht im Zugzwang. Wir können die anderen machen lassen. Die anderen müssen erstmal die am Druck jetzt, weißt du? Obwohl dieser Smiley... Die Like-Zahl ist ja auch sehr ausschlaggebend, ne? Und es ist nur einmal zitiert worden, nur 5 Retweets. Ihr habt einen 10-Sekunden-Timer. Danach brauche ich eine Antwort. Ich traue mich nicht, ne? Traue ich mich nicht. Bin gespannt. Kann ich aber sagen, bevor du auflöst, nur meine Tendenz abgeben? Du kannst mir gerne deine Tendenz geben, natürlich. Ist Chef Strobel? Nee, ne? Auch mein Gedanke. Nee. Okay. Es ist Maxi Fall. Es ist Maxi. Ja, es ist leider Maxi. Ja, und es muss der Shadowban sein. Maxi ist nämlich gar nicht hässlich. Ja, niemand wusste es. Feld ist weg. Nächste Kategorie. Von Basso und Basti. Basti, möchtest du? Lass uns was Neues nehmen. Okay. Dann nehmen wir Meme-Wurm 200. Okay. Meme-Wurm 200. Memes. Kommt da wahrscheinlich drauf, ne? Meme-Wurm ist Ohrwurm, aber es sind Meme-Sounds im Endeffekt. Songs, Meme-Sounds. Können älter sein, können ein bisschen frischer sein. Müssen wir den Namen wissen oder den Artist? Ich muss von der Antwort erkennen, was gemeint ist. Ich bin da, versuche nicht mehr zu streng zu sein. War mal sehr streng. Aber du musst nicht den Artist wissen, in den meisten Fällen. Brauche ich einfach nur den geläufigen Namen dafür. Gibt da, glaube ich, keine großen komischen Antworten, die man geben kann. Er kriegt die erste Sekunde vom ersten Song. Jetzt. Oh,
Neon Cat. Ja, so gerettet, weil ich wusste es nicht. Oh. Ja, aber du hast gebuzzert. Das ist mein Alter. Das ist mein Alter gewesen. Das ist absolut richtig. No way. Stark. Hol die 200 Punkte. Also ich kenne den Song, aber ich wäre jetzt, glaube ich, spontan doch nicht drauf gekommen. Ja, bei den 200er-Fragen gehen wir richtig auf, du. Ja, komm. Das ist unsere Kategorie da. Ja, Freddy und Philipp sind die ersten beiden. Und Mango und Maluna sind dann beide so weitergehen. Wir sind dran? Mhm. Ja. Wer macht du, Luca? Ah, Codenames 200. Codenames 200. Okay, Codenames 200. Ihr müsstet jetzt, glaube ich, ein beide... Beide ein Textfeld kriegen. Mhm. Richtig? Ja. Und bei Codenames ist es so, dass ihr beide nicht kommunizieren dürft miteinander. Also Teammates dürfen nicht miteinander kommunizieren. Ihr dürft auch, ihr könnt nicht sehen, was der andere schreibt. Ihr kriegt von mir vier verschiedene Begriffe und ihr müsst diese vier Begriffe mit einem Codename verbinden. Punkte kriegt ihr dann, wenn beide dasselbe Wort gewählt haben. What? Schreibweise ist kein Problem, Groß-Kleinschreibung zum Beispiel und Einzahl, Mehrzahl ist in den meisten Fällen auch in Ordnung. Sprich, wenn der eine hat, weiß ich nicht. Wenn er jetzt so Apfel, Birne, blablabla, wir nehmen Obst, dann kriegen wir Punkte oder was? Genau, wenn beide Obst haben, kriegt ihr beide Punkte. Wenn da eine Obst, eine andere Öbste hat, ja, Mehrzahl, dann kriegt ihr natürlich auch Punkte. Aber es muss halt dasselbe sein. Das ist jetzt kein Schnelligkeit-Game, ne? Also, wenn man es richtig hat, kriegt man die Punkte, oder nicht? Da oder muss man genau, so das geht nicht um Schnelligkeit. Denken, ihr könnt, ihr, theoretisch, könnt ihr alle, theoretisch könnt ihr alle die Punktzahl haben, die volle Punktzahl. Okay, okay. Es muss dasselbe Wort sein. Mehrzahl, Einzahl lasse ich wahrscheinlich durchgehen und Groß-Kleinschreibung ist wahrscheinlich auch kein Problem. Aber es muss dasselbe Wort an sich sein. Okay. Und ihr dürft auch nicht, das muss ich dazu sagen, ihr dürft nicht die Wörter verwenden, die ihr kriegt. Sprich, ihr könnt nicht einfach sagen, ich nehme mal jedes Mal das erste und der andere auch und fertig. Hat Basti gerade seine Tastatur versteckt? Ja. Ich habe gerade richtig gesehen, wie die gerade so langsam rausgeslidet ist. Ich glaube, es wäre sonst ein bisschen einfach. Ja, das hätte ich nicht mal dran gedacht, aber ja. Ich auch nicht. Okay, wir gucken die ersten Begriffe an. Fußball, Basketball, Volleyball und Badminton. Und was muss ich jetzt machen? Würde ich eigentlich gerne was fragen. Müsst jetzt denselben Überbegriff finden. Mhm. Egal. Ich frag's danach, ja? Kriegen wir hin, Noe, das kriegen wir hin. Ich weiß ehrlich gesagt. Und ich würde gerne, also ihr könnt in euren Overlays aber auch nicht sehen, was ihr gegenseitig schreibt, ne? Nee. Ja, wir können nicht gegenseitig. Ja, das ist okay, sehr gut. Das ist rot, ja. Perfekt. Also bei mir steht jetzt über meinem Kopf, was ich geschrieben habe. Also was ich. Ja. Ja, aber nicht das, was Freddy geschrieben hat. Nee, da sehe ich nichts. Okay, ihr habt alle eine Antwort gegeben. Und ich locke alles ein. Und dann gucken wir, was ihr geschrieben habt. Mhm. Wir haben bei Basti und Baso. Mental Connection, come on. Sport auf der Seite von Linda. Und Ballsportarten auf der Seite von Basti. Ich hätte meine Frage doch stellen sollen. Ich hab auch erst an Ballsportarten überlegt. Aber Badminton aber ist keine Ballsportart. Lukas, sag mir, du hast einfach gedacht. Wir dürfen nicht die Wörter nehmen, die da schon stehen. Und da steht ja dreimal Ball drin. Deswegen habe ich nichts mit Ball genommen. Actually true, ne? Das muss ich leider nochmal wiederholen. Ja, das war dann vielleicht nicht perfekt erklärt von mir. Du darfst nur nicht Fußball hinschreiben. Ball an sich ist kein Problem. Ja. Okay. Aber es sind ja keine Ballsportarten. Aber in seinem Wort ist auch Sport drin. Das stimmt, aber es ist nicht dasselbe Wort. Ne, da gar keine Diskussion, das ist nicht, das zählt nicht. Das Mango ist ja eine und Maluna. Kategorie, ey. Maluna hat auch Sport genommen. Ja, Maluna. Die Brain Connections. Und Freddy hat auch Sport genommen. Nein! Ich hab's überlebt. Und Philipp hat direkt Nein gesagt, weil er hat Sportarten. Und Mango auch. Sprich, ihr habt euch einfach ein bisschen... Das ist doch nicht einfach! Natürlich, das ist der erste Begriff, der mir dann kommt. Ja, leider. Ich hab auch jetzt einfach zu nehmen, aber... Du musst einfach denken. Wenn wir die Teams anders sortiert hätten, dann hättet ihr alle Punktzahl, alle volle Punktzahl. My bad. Ich hätte Sport nehmen sollen. Okay. Aber jetzt noch mal ganz kurz, ne, da muss ich aber kurz mal... Ne, Badminton ist eine Federball. Ist eine, ein Shuttlecock. Ja, das ist keine Ballsportart. Entschuldigung, was? Genau. So heißt es. Ja, das heißt Shuttle. Ja, das ist richtig. Okay, alles klar. Alright. Willkommen.
Ja, also ihr dürft schon Fußball, dürft ihr halt nicht verwenden, aber Ball an sich ist in Ordnung. Nur nicht okay, das genaue Wort. Weiß ich fürs nächste Mal. Okay. Okay. Wir leben und lernen. Scheiße, ja, my bad. Dass das nicht perfekt erklärt war. Ja. Kriegt keiner Punkte. 200-Punkte-Frage. Was sie denken, doch, es ist übrigens doch eine Ballsportart. Denk einfacher ab sofort, okay? Noch einfacher ab sofort, ja? Das ist doch eine Ballsportart. Ein und 200. Einfach und kurz. Sei ein. Wer ist dran gerade? No, wir sind dran, wir sind dran. Ja, dann lass doch mal alle Dinger hier durchnehmen. Ich nehme Schätzen 600. Ui. Okay, Schätzen 600. Schätzen ist das Unkreativste auf dem Board. Bei Schätzen schätzt ihr. Geil. Ja. Okay. Okay, let's go. Ihr habt wieder ein Textfeld, ne? Wie gesagt, der linke, also No Way, Mango und Basti sind diejenigen, die die finale Antwort abgeben. Hi. Ihr könnt über das Textfeld miteinander kommunizieren. Und die erste Frage, die ihr von mir kriegt, ist: Wie viele Spendenprojekte findet man auf betterplace.org? Circa. Ich habe hier die von BetterPlace angegebene Zahl genommen. Der nächste, also das Team, das am nächsten dran ist, kriegt hier die Punkte. Was zählt als Spendenprojekt? Jeder, der für eine Charity ein Spendenprojekt erstellt, ne? Ja, das ist ein Spendenprojekt. Okay, ja. Da gibt es einen Unterschied zwischen Projekt und Aktion, glaube ich. Eine Aktion ist sowas, was ich mache. Ah. Und ein Spendenprojekt ist sowas, was, wo das Geld, das ich über die Aktion sammle, dann hinfließt. Das Tier in Berlin hat ein Spendenprojekt und das von mir ist eine Spendenaktion. Oh. Schwierig. Hm. Okay. Ich gebe noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, niemand von euch, außer es bei mir im Overlay halt einfach noch nicht drin, hat gerade. Habt ihr schon Sachen eingetragen? Ich sehe es nämlich gerade bei mir noch gar nicht. Pass auf, ich gebe euch jetzt einfach einen Timer, ja? 15 Sekunden. Danach wollen wir antworten. Boah, das ist eine schwere Frage. Schreibst du was, Masat? Oh, jetzt ist es echt verdammt hart, ja. Oh, ich mag das mit der Teamkommunikation, ist funny. Okay, ja, jetzt wollte ich noch mal einmal durch, das ist locked. Oh, das ist sehr knapp. Ich kann das gar nicht einschätzen, das war wirklich komplett geraten. Naja, also ich. Auf Better Place finden wir, wie gesagt, sehr viele Spendenprojekte. Zum guten Tausenderbereich drüber. Wir haben von Basti und Baso die Antwort 8000. Wir sagen, das ist die niedrigste Antwort von den dreien. Mango und Maluna 25.000 gewählt. Und Noah und Philipp 40.000. Oh, 8.000 ist leider zu niedrig, kann ich direkt sagen. Wir finden uns tatsächlich genau zwischen. Zwischen den beiden anderen Teams. Wow, also. Bei 32.000. Oh nee! Scheiße, Mann. Das heißt, Mango und Maluna sind mit 1000, also mit 7000er Differenz, um 1000 näher dran. Schade. Ja, war Punkte. Unlucky, ey. Geil. Krass. Ich glaube, alleine wäre ich sogar auf 6 stelle ich gegangen, Freddy. Also, echt? Ja, ja, ich hab's voll überschätzt. Boah, ich hätte zum Beispiel viel zu niedrig gedacht. Ich hätte halt 12 oder 15.000 gedacht. Ja, sehr gut. Aber ihr wartet, ja, das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Basti und Baso. Gehen wir in die nächste Kategorie. Ich nehme Maya. Ja. Ich hätte gerne Goethe Official 400. Goethe ja. Official 400. Twitter bin ich drin, das haben wir. Ja, ich eigentlich auch. Aber genau, ein Tweet, auf den warte ich, dass er kommt. Ich bin mir sicher, dass er dabei ist. Pass auf, jetzt kommt er. Ein Tweet, ja, ich kann nichts versprechen. Die Tweets sind nicht alle von mir. Ja. Da hat Carla ein paar rausgesucht. Unter anderem den hier. Ich habe gerade einen Chicken Wing in meinem Bett gefunden. Ich bin raus. Oh. Was denn los? Das wusste ich. Ich habe den Tweet gelesen, aber warum habe ich gedrückt? Ich bin so ein Inter. Wer findet denn einen Chicken Wing in seinem Bett? Eine Antwort in 3, 2, 1. Ich sag Tanzverbot. Keine Ahnung, ist es nicht von ihm?
Das ist leider falsch. Ach Mann, ich hab den Titel 100% gelesen. Ich kenne jemanden, zu dem das passen würde, aber ich... Jeder Teammate kann tatsächlich einmal drücken, also nur deiner ist locked. Aber deiner ist durch. Das heißt, wenn du es sicher weißt, sag mir Bescheid und dann gehen wir rein. Ja, ich überlege gerade. Auch 2020, ich hab den, Alter. Ich habe den 100% gelesen. Aber ich weiß nicht von wem. Gibt das Minuspunkte, ja, ne? 50%, ja. Ich trau mich nicht. Ja, minus 200 krieg ich gerade, deswegen. Was ist das schon? Chat ist wieder sehr verwirrt. Mach. Ist es schon. Okay, ich versuch mal. Ist das von Pandaro? Also hier Pandar mit R? Weil das würde so Chicken Wing-mäßig voll passen. Ist Panda sehr oft Chicken Wings in seinem Bett? Ach, weiß ich nicht, vielleicht. Es ist leider nicht Panda. Mann, das hätte mich wirklich gemacht, tut mir leid. Wir haben gerade 400 Punkte gemacht, was hat, ohne was zu sagen. Ja, ihr müsst jetzt auch noch drücken, komm. Wann seid ihr gut? Jetzt müsst ihr es auch probieren, jetzt stell dir wir kriegen nochmal Timer. Panda, das hätte auch so dazu gepasst, dass Philly das gelesen hat. So. Panda ist im Chat und meint, er isst keine Chicken Wings in seinem Bett. Ach, scheiße, tut mir leid, Panda. Das wäre es jetzt, wenn er sagen würde, ich bin vegan. Aber der wäre auch glücklich, wenn er einen im Bett gefunden hätte, sag ich euch. Ja nicht und es ist gefunden. Locked. Ach Mann, das ärgert mich, dass ich da gedrückt habe. So, wer hat jetzt könnte Chantal gewesen sein? Ist nicht schlimm, keine Angst. Nee, der würde Döner schreiben. Ihr sagt einfach wirklich andauernd, bei allem ist es Chantal. Es ist Chantal. Es ist nicht Chantal. Ach. Es ist unser Top-Fahrschnitt-Kollege Matteo. Was? Wow. Den Tweet ich nie drauf gekommen. Aber ich der den ist ja auch voll alt, der Tweet. Er ist ja wirklich schon 2 Jahre alt. Der hat gerade ein Chicken in seinem Bett gefunden. Ancient Material. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Shit. Also das ist nicht meine Kategorie, das merke ich schon. Ich kann dachte, ja das wäre meine, aber... Ja, aber es ist aber auch sehr schwer. So ein einzelner Tweet, der hier ist wirklich, ja. Es ist schwer, ja, es ist schwer. Aber das es ist auch schwer, Tweets knackig, zu finden. Ja. Es ist schwer, Tweets zu finden, wo Leute auf jeden Fall wissen, wer es geschrieben hat. Ja, das ist true. Nee, so ist ja gut, wenn es schwer ist. Ne? Ja. Gut. Okay. Okay, aber Matteo kennst du, oder? Nee, sind wir dran? Ach, okay. Ich, vielleicht, ich weiß es. Nee, manchmal sind wir dran? Sind dran. Die no way, du kennst Matteo, ne? Nee. Also ich hab. Nee? Ich kenne niemanden außer Link. Ach so, ja, das macht's natürlich ein bisschen schwieriger, ne? Ach, okay. Ja. Aber ich nehme so Leute, die auf jeden Fall jeder kennt, aber das muss auch nicht immer der Fall sein. Es muss nicht immer der Fall sein. Nein, hab ich schon mal gehört. Rookie 1? Wer ist das? Die haben weniger Tabs als ich. Okay. Basti und Baso. Ihr habt ihr gerade gewählt? Ich habe gerade ausgewählt. Ja. Gewählt, Maluna, ja, Mango genau. Sind dran. Mango und Maluna sind dran. Dann nehmen wir jetzt Codenames 300. Codenames 300. Okay, machen wir. Simpel. Das schmeckt. Ne? Bist du wieder bist du gefüllt? Simpel. Gesättigt. Simpel, ja, simpel wie möglich. Okay. Codenames. Schön rudimentär. 300. Verbinden müsst ihr. London, Berlin, Wien und Kopenhagen. Okay. Miau. Take no way. Wenn ihr alle zufrieden mit eurer Eingabe seid, locken wir jetzt ein. Desaster-Cop. Kann richtig schlecht werden. Ja. Ich sehe ein absolutes Desaster kommen. Ich musste hier echt ganz. Ich musste Pokerface zu halten hier gerade. War das Schwerste, was ich jemals gemacht habe. Oh nein. Gar nicht, ich hab's so schon wieder genau dasselbe. Oh nein. Bitte sag mir nicht, dass du das andere genommen hast. Ja, nein. Das wird auf jeden Fall ein Clip. Das wird ganz sicher ein Clip, da bin ich mir sicher. Das hab ich nie gesehen, ey. Okay. Wir haben sie nicht alle gemacht jetzt. Doch, wir haben es alle genau wieder vor. Ja, ja, es ist 100%. So simpel wie möglich. Ja, jetzt darf ich, aber vielleicht ja. Ist das... Baso, nee. Maluna ja. Und Freddy haben Hauptstadt. Wir haben doch gesagt, so simpel wie möglich. So simpel wie möglich. Basti, Mango und Philly haben Stadt. Nein. Ja, ihr das geschafft habt, oh ich weiß Gott. Es nicht. Aber ihr habt alle, niemand von euch kriegt Punkte. Ja, aber ich dachte, du bist da, du gehst halt die extra Meile, weißt du? Du ja, siehst, aber wir haben mehr gesagt, als Städte sind. Ja, eben, wir haben es extra gesagt. Ja, ich habe halt gedacht, das ist das Offensichtlichste. Ich dachte, dass das Simples ja. Aber es war noch scheiße, ich muss mich so zusammenreißen gerade, weil ich wusste, wenn ich jetzt anfange zu lachen, ihr wisst genau, was los ist. Oh mein Gott.
Okay, nächstes Mal sehr simpel. Ich kann simpel denken. Okay? Die Teilnehmer sind keine bezahlten Schauspieler. Ich schwöre. Ich schwöre bei Gott. Unglaublich. Ja, macht simpel, ne? Nächste Mal. Nächste Mal. Simpel, aber nicht zu simpel. Ich hätte auch auf Hauptstädte. Ich hätte Hauptstädte geschrieben. Ich habe vorher mir mal ein Wort überlegt. Ich hätte auch geschrieben, aber wir haben ja gesagt simpel. Das stimmt. All same. Das stimmt. Okay. No Way und Philly Steinkopf. Bin ich wieder dran, ja, ne? Ich weiß nicht, ja, mach ruhig. Ich nehme mal Meme-Wurm für 600. Ui. Meme-Wurm für 600. Freddy hat Blut geleckt. Und er kriegt Meme-Wurm für 600. Bitte wieder was Altes. Bei Meme-Wurm 600 kann ich gleich sagen, werde ich nicht eine Sekunde abspielen, aber die erste Sekunde nichts. Aber wir probieren es einfach. Ich spiele die erste Sekunde, raff den nicht und danach spiele ich voller Länge. Und dann der Erste, der es erkennt, kriegt die Punkte. Erste Sekunde. Oh, ich hab nie und mehr. Voller Länge. Ich hab nicht gedrückt. Das ist Crab Rave, der Song. Ja, das dachte ich auch. Oh, aber das dachte ich auch, aber das fängt doch anders an. Das ja, ist ding, nicht so ding, lang, ding, oder? Ding. Ja, weil aber das ist die YouTube-Version, da ist das noch mit einem langen Intro, glaube ich. Ja, das Monster-Cat-Ding. Crab Rave hat tatsächlich eine sehr lange Intro. Das ist absolut richtig. Ja, es ist absolut richtig. Ich spiele es jetzt nicht nur bis zur 20. Sekunde ab. Na, dadurch, dass es ein Monster-Cat-Release ist, konnte ich es rechtlich ein bisschen länger reinmachen. Fängt halt sehr langsam an. Ja. Okay, krass. 600 Punkte, relativ easy, aber der Erste, der es kriegt, ne, und ihr habt euch getraut, kriegt die 600 Punkte und damit seid ihr wieder im Rennen quasi. Was heißt ihr? Ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich aus Versehen gedrückt habe. Ja, ihr seid Teams. Ja. Nein, sehr stark, Basti, danke. Sehr, sehr stark. Eineinhalb Jahre nur Monster. Lukas wusste es auch bei 0,5 Sekunden. Das hat man direkt, ich habe es gesehen bei dir, dass du es wusstest. Ne? Du hast aber ich dachte, das wird so einfach. Ich dachte, dass es auf 600 kommt. Naja. Oh, mega einfach. Ja. Basti und Baso, seid ihr dran gerade? Ja, dann gib uns nochmal einen Tweet 200, also Goethe Official. Tweet für 200. Den haben wir jetzt. Einen Tweet für 200 kriegt ihr. Ich lese den vorher nochmal vor. Ist ein bisschen länger. Bei der letzten Ziehung hat eine dreiste Lottofee die Kugel einfach zurück in die Trommel geworfen. Wie ungezogen, könnte man sagen. Ich war so sicher, dass da jetzt was mit Döner kommt und dann schon Tauber. Klick wie soll. Ich habe Angst, dass ich schon wieder Bastis Punkte ruiniere, wenn ich es drücke. Das sind unsere Punkte. Ja, ihr spielt als Team. Wie viel Geduld hast du, Basti? Gar keinen Plan, nie gehört. Wie schlimm ist es, wenn wir 100 Punkte verlieren? Nicht so schlimm. Wirklich Go-Fort. Ich sag Dalukart, weil der macht manchmal so dumme Witze auf Twitter. Oh, true. Oh, das war seine dumme Kackwitze-Phase, ne? Das ist tatsächlich seine dumme Kackwitze-Phase. Dalukart ist die richtige Antwort und gibt 200 Punkte. Da hat er jeden Tag so einen rausgehauen. Jeden Tag einen Flachwitz-Phase. Ich hatte im Kopf, dass das irgendjemand gemacht hat. Shit. Ich habe tatsächlich erst nach dem kaputte Trommel Ding gesucht, aber das hat er nie getweetet, tatsächlich. Nur einmal an Leon und da war es dann so ein bisschen zu klar. Ja, Dalu war richtig, 200 Punkte. Ja, seid wieder an der Spitze zusammen mit Mango und Maluna, 600. Und traut euch ruhig. Ja, wir haben Zeit. Da kommen eh noch viele, viele Dinge mit dazu, die Punkte Swings geben, deswegen. Überhaupt keine Sorge. Mango, Maluna. Schätzen 200, bitte. Schätzen 200? Christo. Wie viele Zuschauer sind im Durchschnitt zur selben Zeit auf Twitch zu finden? Überall? Ja, im Durchschnitt gleichzeitige Zuschauer auf der Plattform. Insgesamt. Macht das Sinn? Kommt drauf an. Ja, das ist, deswegen ist ja der Durchschnitt. Philly, sag mal. Ach so. Warum habe ich das bei 200 reingemacht? Ist voll schwer. Ja, schon. Ups. Naja. Oh mein Gott, ist das schwer.
Sind das die Zuschauer, die auch wirklich einen Stream angucken? Ja, ne? Mhm. Unique Viewers on average quasi, auf der kompletten Plattform zur selben Zeit. Oh. Hm. Ja. Wenn ihr euch beratet, erkläre ich nochmal die Spendincentive. Ja? Das Team, das die meisten Spenden kriegt, sprich Spenden, wo der Teamname drin steht, das kriegt am Ende ein Handicap bei den Duellhandschuhen, die wir spielen werden. Sprich, je mehr Spenden, weiß ich nicht, Basti und Baso kriegen, desto schräger wird's für die nachher. Wenn ihr für ein Team spenden wollt, dann solltet ihr nicht die Namen dieses Teams reinschreiben, sondern die eines anderen Teams, weil die kriegen ja dann am Ende auf den Deckel. Ja? Falls es da Verwirrung gibt, schreibt das gerne über die Nachricht rein. Spendet nicht für mich, danke. Spendet, aber spendet nicht für mich, danke. Ihr kriegt jetzt einen Timer von mir. Bing bong. Von wo ist dieses Ping-Pong? Weiß ich nicht. Das war in meinem Kopf drin gerade. Ich musste. Manchmal muss man einfach Dinge verbalisieren. Das geht einfach nicht anders. Das ist das schwer. Ist das nicht aus dieser Gefühle-Kinderfilm? Ich hab gerade nochmal getippt, um was zu ändern. In dem Moment hast du es ja gesperrt. Tja, da war der Timer-Mango. Ja, das tut mir leid, aber. Also ich habe zwei Zeilen markiert und eine gedrückt und gleichzeitig die andere und genau zwischen den beiden Texten. Timer läuft ab und dann ist automatisch gesperrt. Ja, boah, das krass, ey. Dass das eine 200er Frage ist. Ich ja, warte, so aber sie ist richtig drin hier oben. Okay, never mind, dann ist ja egal. Ja. Ich wüsste auch nicht, wie du das hättest ändern wollen. Du hast nämlich 1,3 Millionen gesagt. Ja. Ich habe die 1, die 3 und die 0 markiert und 2,8 getippt. Ah. Aber es passt. Aber ist egal. Passt. Ein Team, das relativ nah dran ist, ist Team Nummer 1, Basti und Baso. Die sind bei 1,5 Millionen. Ja, gibt's noch ein Team, das noch besser dran ist. Aber wer noch näher dran ist, ist Team 3. Und noch ein Team ist, so ein bisschen um die Ecke, aber 2 Millionen. Oder? Das sind 6 Nullen. 1, 2, 3, 4, 6. Ist klein bei mir, aber ich seh's. 200 Millionen. Ja? Ihr liegt tatsächlich alle, ihr seid nicht so weit weg, aber ihr seid alle zu niedrig. Es sind 2,83 Millionen. No Stark way. Und Philly. Oh, schön, Philly. Haben recht. Im Durchschnitt sind auf Twitch 2,83 Millionen Zuschauer zur selben Zeit zu finden. Krass, ich hätte viel höher gedacht. Freddy hat da noch mal ein bisschen aufs Bremspedal gedrückt. 200 Punkte. Sehr, sehr gut. Nächste Frage von No Way. Jetzt bist du wieder dran, Philly. Mach mich stolz. Ach, ich bin dran. Wow, 200 Punkte mehr. Ja, dann holen wir uns direkt 400, würde ich sagen. Und wir gehen für... Oh, sehr schön. Simpel, Freddy. Codenames 400. Simpel. Warum? Diesmal wirklich simpel. Jetzt haben wir hier einmal den Griff. Okay, das Simpelste, was geht. Der kleinste gemeinsame Teiler. Das Einfachste. Okay. Der kleinste gemeinsame Teiler von diesen vier Begriffen. Neek Beats. Mr. Beast. Pamela Reif. Und Knossi. Oh, okay. Das haben wir. Boah. Das haben wir. Simpel. Das ist schwierig. Oh, warte. Oh mein simpel? Gott, wie simpel denken wir jetzt? Okay. Wir denken richtig simpel, Freddy. Aber nicht, also schon. Wir denken richtig simpel. Boah. Nee, was meinst du mit richtig simpel? Simpler kann ich nicht. Simpler kann ich nicht. Nee, okay. Wir denken jetzt so, wie es logisch ist. Ich könnte noch simpler, aber das wäre schon wieder weird. Wenn du jetzt nein, so aber ich bin so simpel. Ja, okay. Ich locke für euch ein. Ich könnte auch so, aber das wäre komisch. Ja, aber ich mache es so simpel. 5, 4, 3, 2, 1. Locked. Bitte, ich habe nicht schon wieder geintet. Sag mir diese Show ist nicht scripted. Oh nein. Niemand von euch hat es geschafft, mir eine richtige Antwort zu geben. Ach, das Schlimmste ist, wenn Mango nicht geändert hätte, wäre es wieder perfekt gewesen. Es gibt nämlich drei Leute, die haben den kleinsten gemeinsamen Teiler genommen. Also, der ist sehr klein. Der ist schon so klein, da hätte ich gar nicht dran gedacht. Oh, jetzt sag aber nicht Mensch. Mensch. Natürlich Mensch. Ich hab gedacht, das ist doch nicht genommen. Das ist zu simpel. Doch nee. Drei Leute haben Influencer gesagt.
Maluna, Baso und Philipp. Und Mango hat auch Menschen gesagt, hat am Ende aber auf Content Creator geändert und damit kriegt ihr leider auch keine Punkte. Mist. Ich habe auch über Menschen nachgedacht. Aber ich dachte, wenn ich da jetzt Mensch reinschreibe, du viel, Influencer, viel schwerer, dann als ich dachte. Mein Job los. Kannst du das noch zeigen? So anzeigen lassen? Seht ihr das nicht? Oh, ich habe euch gelockt. Es tut mir leid. Alles gut, ich bin ich euch einfach nur gelockt. Scheiße, ich dachte halt, Menschen ist zu klein. Ja, ich dachte auch. Das Mango hatte es gab einen Zeitpunkt, da hatte Mango auch Menschen, ihr hattet wieder alle Menschen Influencer geteilt und es war perfekt. Es war absolut scheiße. Aber das ist ein geiles Format, ja, also, muss ich sagen. Influencer ist schon eigentlich simpel genug, das ist ja, aber ja, ich denke halt an was Simples, oder? Und an was ja. Logisches, aber okay, nicht aber so genau. Also ja. Das hätte man ja auch auf Leben. Ich glaube, gemein, ja. Simpel, aber nicht dumm hier, also das wäre ja, aber das wäre Hauptstädte richtig gewesen. Ja. Scheiße. Weißt du? Was ist das Erste, was einem durch den Kopf schießt? Aber das müsst ihr, kriegt das schon hin. Ihr kriegt das schon hin. Okay. Hat bis jetzt einer irgendeinen Codenamen? Nee, ne? Alle falsch. Nee, noch nicht. Alle. Aber das beruhigt mich ein bisschen, muss ich sagen. Aber es ist auch, es ist krass, ne? Weil wir haben zwei verschiedene Antworten und niemand kriegt Punkte, weil die über alle drei Teams verteilt sind. Scheiße. Ihr habt aber noch zwei Versuche, ne? Und Basti, ja, du gibst mir bitte die nächste. Sag du gerne, war so. Gerne Goethe Official 500. 500? Ach du Liter Bolle. Ja. Jetzt der Döner-Tweet. 500 Punkte würde ich gerne von euch wissen. Wer Folgendes getweetet hat. Werd Plattform-Heels tragen bei der Gamescom, damit ihr mit eurer Aussage, boah, bist du groß, auch definitiv recht habt. Nein, ich weiß es. Starlet Nova. Ach, fuck, Mann. Absolut richtig. Yeah. Ja, Mami Nova. Ich bin eigentlich gut in Twitter. Ich verbringe meinen ganzen Tag da. Entschuldigung. Mein Beileid. So bekömmlich. Ja. Shit, ey. Den hätte ich gehabt. Ja, für 500 war der wahrscheinlich sogar noch machbar, würde ich behaupten. Ja, wenn Nova kennt. Ja, wenn man nicht so viel auf Twitter ist, Fred, tut mir leid, dann ist die Kategorie wahrscheinlich die schwerste überhaupt für dich. Aber ja, du hast ja noch ein Teammate. Ja, 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 das ist kurz zum Buzzer. Den anderen Bären stark, ne? Da kann ich Kutscher richtig abstützen, ja. Sehr gut. Ja, Mango Maluna, ich krieg von euch die nächste Frage, bitte. Ich bin. So, jetzt aber 600 Codenames. Oh, 600 Codenames. Okay, Freddy. Let's go simpel. Again. Simpel. I love it. Was ist logisch? Das erste, was simpel, wir machen logisch. Simpel, logisch. Simpel, ja, aber logisch. Ich glaube, ich. Simpel, aber jetzt sind wir drauf. Mhm. Jetzt haben wir's. 600, ne? Okay, okay. Bin gespannt, ob das für euch noch so simpel ist. Ja. Transformers. Rippchen. Ha. Minister. Ha. Und Twitch. Hä? Was? Zur Hölle. Eine Sache würde mir einfallen. Gar keine Ahnung. Das macht auch keinen Sinn, ne? Scheiße. Jetzt seien wir nicht böse, ne? Das ist schwer, ne? Sei du mir bitte nicht böse. Das macht nicht mal Sinn. No way. Ich hab eine Idee. Okay. Nee, ja. Stopp. Gar nicht. Wird nicht. Ich hab auch eine Idee. Oh mein Gott, ich hab auch eine. Ja. Da haben wir die Connection. Das ist es. Ich praye. Mir fällt nicht mal was ein. Bitte einen Begriff in 5 Sekunden. Da hast du jetzt aber auch uns einen Stein in den Weg gelegt. 2. Die 600 Punkte brauchen wir. Ich hab keine Ahnung. Ja, und ich glaub, wir kriegen hast du nichts reingeschrieben? Und locked. Doch, ich hab jetzt irgendwas reingeschrieben, aber mir fällt überhaupt nichts ein. Es tut mir leid. Mir auch. Please. Wenn das klappt. Es gab hier tatsächlich einen gemeinsamen Nenner, über den man auf, wenn man um eine Ecke denkt, kommen kann. Das ist bei Transformers Optimus Prime. Die Prime Rip, der Prime Minister und Twitch Prime. Wow. Na, Philly, du hast das. Du hast das. Hast du das? Twitch Prime. Freddy hat das tatsächlich. Twitch Prime. Nein, ich bin so schlecht. Du, ja, ich weiß. Den hätte ich haben müssen. Das war schwer, aber das war die 600-Punkte-Frage. Ich dachte, wir nehmen Wörter. Das wäre auch smart. Ich bin da nur drauf gekommen, weil du gesagt hast, Wörter wäre smart gewesen. Dann das werde ich in Zukunft unterbinden. Also, ihr könntet das immer noch machen. Ne? Wer könnte jetzt nicht einfach jedes Mal Wörter reinschreiben? Das geht nicht. Okay. Damit hättet ihr recht gehabt, hier, Basti und Philly. Aber ihr seid Basti und ich sind auch so. Gut. Ja, aber Linda hat Dinge.
Ja. Und dann haben wir das letzte Team, das Kino und Amerika eingeloggt hat. Und damit hat wieder niemand Punkte, leider. Oh, Amerika ist auch nicht so schlecht. Ja, kommt alles aus Amerika, kind of. Ja. Wobei Minister. Ja, so Minister. Ja. Ich denke, es wäre nicht komplett schlecht gewesen. Nur, dass ich auf Prime nicht gekommen bin, tut mir leid, no way. Da kann ich echt nicht sagen. Ja, Prime, wie gesagt, war um. Ich dachte, wir wären unsere 600 Prime Punkte. Das wären unsere 600 Punkte. Der Prime-Mann, ey. Ich hatte die Idee zu der Kategorie irgendwie gestern Nacht und dachte mir dann so. Ich saß dann wirklich so da und hab versucht, also ich muss ja andersrum denken quasi. Ja, ich muss mir ein Wort suchen und dann irgendwas so um fünf Ecken reinschreiben. Ja. Und ich hatte bei jedem Wort schon irgendwo eine Idee hinter. Auf die müsst ihr natürlich auch erstmal kommen. Ja? Mhm. Und dann zwei aus jedem Team. Also es ist schon sehr schwer. Aber ja. Vier Fragen. Ihr habt keinen einzigen Punkt geholt bisher. Also die Kategorie ist sehr geil, muss ich sagen. Die macht Bock. Dankeschön. Mango Maluna waren gerade, No Way und Feli. Du bist wieder, ne? Wieso Rippchen? Ja. Prime Rib. Also Prime Rib habe ich auch noch nie gehört. Das ist ein Cut vom Fleisch im Endeffekt. Ich nehme Goethe Official 600. Komm mal. Goethe Official 600. Du willst Willst du das weghaben? Das ist tatsächlich relativ schlau, weil wenn du die Kategorie nicht gut findest, ne, die letzten fünf Fragen geben doppelte Punktzahl. Sprich, wenn das halt deswegen nicht wo wir schlecht sind, schon mal weg. Damit du nicht ich hab dir nämlich zugehört vorhin. Genau. Das ist sehr gut. Und jetzt musst du mir nochmal zuhören, weil ich den Tweet vorlesen werde. Wieso ist der Alltag so anstrengend? Die Lebenshaltungssachen nehmen so viel Zeit vom Tag ein und das muss man jeden Tag machen. Junge, wieso kann ich nicht einfach nur schlafen und streamen? Boah, der hätte von mir sein können. Und von mir auch. Und von mir auch. Wer sagt denn Lebenshaltungssachen? Ja, wenn das ein bisschen weniger eloquent wäre, hätte ich. Wie viel kriegt man Minus, wenn man verkackt? 300. Schon risky. Aber wir sind noch ganz am Anfang. Reefed? Reefed? Ja, richtig. Sonst ja. Er grinst so. Ja. Ja. Bitte. Ja. Ja! Boah, ey, wie stark. Okay, dachte mir gerade so, ey, der Tweet ist so random, da kommt man nicht drauf. Das Ding ist, ich habe gedacht, so einen Tweet einmal gesehen zu haben, aber ich war mir nicht. Schreibweise passt, deswegen dachte ich. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr drauf kommt, tatsächlich. Ja, sehr stark. 600 Punkte. Ja, absolut stark. Damit ist Goethe Official weg. Ich kann ja auch schon sagen, Goethe Official ist nicht mehr auf dem zweiten Board, sprich, das war das letzte Mal, diesen Tweet sehen werde. Schade. Und wir haben noch ein paar Fragen vor uns. Ich glaube, 11 an das Stück, an der Zahl. 11 an das Stück. 11 Stück. So rum. Und die nächste Frage kriege ich von Basti und Baso. Jetzt weiß ich nicht mal, ob ich dran war oder du. Du war? Ja. Ich würde einfach Meme-Wurm 400 sagen. Meme-Wurm 400 kriegst du von mir. Spitzi-Lauscher. Maluna, du auch. Ich hoffe, du hörst was. Eine Sekunde. So, richtig antworten, ansonsten hast du allen Leuten gesagt, was es ist. Lol, das ist so was anderes, ne? Ich weiß gar nicht. In 3, 2. Ich darf nicht immer yes. Ich fällt den Namen nicht ein. Was hast du gesagt? Keyboard Cat! Keyboard Cat! You know where we stay! Jawohl! Es ist natürlich Keyboard Cat! Oh. Ja. Junge, schon wieder den Arsch gerettet. Ah! Ja, es ist Keyboard Cat, absolut stark. Ne? Der eine buzzert, der andere denkt. Und damit kriegt ihr 400 Punkte. Der Arsch gerettet. Holy shit. Ja. Du warst bei mir kurz, du hast einen Aussetzer gehabt. Man hat nur gehört, Cat. Und so, Cat ist jetzt nicht genug. Das ist der typische No Way For You Kompressor, der über League of Legends Gameplay auch das Geschrei rauszieht. Genau, ihr habt euch gut eingeteilt. Einer buzzert und der andere antwortet. Ich hab auf den Tisch gehauen, weil wir nicht Zeit hatten. Cat. Boah, mein Herz. Ja. Catting in the Chat. Und nächste Frage bitte von No Way und nee, Mango Maluna, nicht No Way und Philipp. Dick 300. Dick 300. Hat man nur einmal bisher? Nächstes hätte ich von euch gerne. Bitte? Nee, nichts, alles gut. Okay. Wir suchen irgendwas. Aus dem großen Themenbereich Musik. Oh.
Und ihr kriegt von mir folgende 3 Emojis. Oh. Das ist Earth, Wind and Fire. Hä? Nein, warte! 3, 2, Set Fire to the Rain, Set Fire to the Rain von Adele. Das lasse ich zählen, das ist richtig. Wow! Das zählt, okay. Glück gehabt. Obwohl er Antwort gegeben hat? Na gut. Ja, na gut. Ich hab er hat sich, bevor ich irgendwas aufgelöst habe, hat er sich schon verbessert. Ganz dann, schnell, dann nein. Wenn klar ist, dass bevor ich irgendwas dazu sage, dass gesagt wird, okay, nee, falsch, stopp, dann ist es immer. Okay, aber dann reagiere ich nicht mehr. Ich bin stoisch und fege mich nicht. Weil das war eine sehr richtige Antwort für dich, deine erste, die hättest du definitiv geben sollen. Nee, ich habe beim Antworten schon gemerkt, dass da gar nichts mit Erde zu tun hat. Da war ich so shit. Ja, okay, da ist keine Erde drin. Ja, aber du hast dich korrigiert schnell genug. Ja, okay. Ich wäre auch nicht böse gewesen, wenn es nicht gezählt hätte. Aber ich war schon schnell mit dem Nein, bin ich auch ehrlich. Aber auch schnell mit dem Buzzern. Obwohl das nicht so gut war. Aber vielleicht habe ich es einmal durchgelassen. Ne? Jetzt kriegen die anderen natürlich dieselbe Behandlung. Ja, das ist ja auch klar. Völlig fein. Und du gibst mir zusammen mit Freddy jetzt auch die nächste Frage, bitte. Ich bin gleich dran, ne? Du bist dran, ja. Dann machen wir direkt die gleiche Kategorie mit 400 nochmal. Aber du bist so gut in der. Ja, willst du dich aufheben fürs Ende? Deswegen haben wir 500, 600 noch. Das ist leider zu spät. Ja. Die ist schon drinne. Kriegt von mir 3 Emojis und ich will von euch eine Person. Mehr kriegt ihr von mir nicht. Brauche eine Antwort. Ich wollte Doja Cat sagen. Ja, aber dachte ich auch. War auch sofort mein Reflexgedanke, aber... In 3, 2, 1, Doja Cat ist leider falsch. Ich hab's. Unge! Milch ist Gift. Milch ist Gift. Jawohl. What the fuck? Ist die Antwort, ich hab den Button gespammt. Wie ist der denn dazwischen gekommen? Ich hab auch gerade gespammt. 4 Punkte für Noel und Philipp. Es ist natürlich die rothaarige WoW. Ja, das sind die Gamer-Reflexe, ne? Da geht das gut rein. Scheiße, deswegen war ich immer schlecht in League. Genau. Mango, deine Cam ist bei mir ein bisschen asynchron. Ich weiß nicht, ist es bei euch auch so im Overlay? Ja. Ja, ist es bei euch auch so im Overlay? Nee, jetzt müssen wir gar nicht, ne. Okay. Jetzt geht's. Vielleicht war das einfach kurzer Lag, aber jetzt geht's wieder. Perfekt. Super. Oder du kannst deinen Kopf sehr ruhig halten. Du hast zu wenig Punkte abgezogen. Wir hatten 600, jetzt haben wir 400. Nee. Das ist richtig. Ihr kriegt nur die Hälfte. Ach so. Wieso? Kriegt nicht. Ja, das ist einfach so. 50% vom Wert minus. Ach so. Ansonsten ist Antworten einfach scheiße unbelohnt, wenn du jedes Mal voll aufs Maul kriegst dafür. Achso, okay. Ja. Das passt schon. Ihr seid ein paar Punkte hinten, aber es ist wie gesagt, am Ende vom Board gibt's so dicke Swings, das geht direkt wieder in die andere Richtung. Aber erstmal geben wir Basti und Baso. Bitte, die nächste Frage. Schätzen 300. Schätzen 300. Ja. Die wilde Tierwelt. Oh. Da musst du wieder Karin Freddy schätzen. Welches Gewicht können Blauwale am Ende der Nahrungssaison erreichen? Da habe ich ein paar verschiedene Zahlen gefunden, die waren aber relativ nah aneinander und ich habe Mittelwert gebildet aus den Quellen, die ich gekriegt habe. Sprich, wenn das irgendwie in euren Augen nicht richtig ist, dann tut mir das leid. Wir haben eine Antwort und die nächste Antwort daran, die da am nächsten drankommt, die hat recht. Ende der Nahrungssaison, da sind die ja ordentlich genährt, ne, die... Was wiegt ein Elefant? Weißt du, was ein Elefant ist? Mein Wal ist wie ein Elefant, aber wie viele? Im Wasser. Du kannst gerne auch einfach in Elefanten angeben und dann rechnen wir das um. Das kannst du bitte nicht machen. Nee, mach das nicht. 1,75 Elefanten sagen. Gib mir einfach ein Gewicht, bitte. Kriegt ihr jetzt von mir einen Timer? Wohl, Alter. Du machst das, Freddy. Du hast es immer gut gemacht.
So schwere Fragen, ey. Mango und Maluna, ihr habt nur eine einzige Zahl drin stehen. Oh ja, die logischste Gewichtseinheit logischerweise. Also nicht Kilogramm. Okay, ja, das ist in Ordnung. 6 ja, Kilo. Warte, ich geb dir nochmal frei, ich schreib's dir mal ordentlich. 2 Netze Kartoffeln. Oh, ich habe auf Show Input gedrückt, dann machen wir das so rum, aber du hast Tonnen gesagt, ne? Ja, ja. Sprich, ja. Du liegst bei 8 Tonnen, ja. Also mein Fehler. Dann haben wir bei No Way 7000 Kilogramm. Oh. Ups. Sprich, ein bisschen drunter. Und bei Basti. Mann, das ist ein großer! 45 Tonnen! Der hat richtig reingehauen. 45 Tonnen. Halt. Ja, da müssen wir nochmal über Gewicht sprechen. 45 Tonnen sind nämlich schon eine Menge. Ja, aber. Eine Menge. Ja, auch. Ich glaube, aber so ein Blauwal wiegt ja auch eine Menge. Der wiegt nämlich viel, viel mehr. What? Der wiegt 190 Tonnen, Leute. 190 Tonnen? Wir haben gelacht. Ja, Leute. Und damit. Ja, was? Viermal das, was ihr geschrieben habt. Na, dann kommt die ungefähr drauf. Erst am absolut richtig. Aber es ist natürlich, man hat das ja nicht irgendwie so, ich wüsste auch nicht. Das war früher Standardwissen. Ich komme von der Küste, weißt du, wie oft ich im Multima-Watt-Forum war, Alter? Da hängt ein fucking Blauwall-Skelett, das war on demand in meinem Kopf 20 Jahre lang und jetzt am 25. ist es weg. Genau. Das, ich fühle mich lustigerweise, das, was ihr geschrieben habt, Mango, Maluna, No Way, Philipp, das, was ihr an Gewicht geschrieben habt, das ist fast das, was ein Blauwall essen kann. Ich dachte, am Tag. Muss essen. Na toll. Tag? Ja. Am Tag, ja. Ich glaube, der kann so 2 bis 3 Tonnen einfach an Gewicht, also 2 bis 3 Tonnen Futter verspeisen. Okay, da war ich völlig, also, nee. Hätte ich niemals erwartet, ne. Ja, das ist eine krass hohe Zahl, ne? Muss man irgendwie zuordnen können. Basti und Baso waren am nächsten dran, kriegen drei Tieren aus. Und Mango Maluna, ihr gebt mir bitte die nächste Meme-Wurm 500. Sehr gut, okay. Freddy, ich buzzer, du antwortest. Nein, bitte nicht. Das aber erst buzzern, wenn du es weißt. Ja, genau. Okay. Sekunde 1. I have a pen. Mach weiter! Apple Pen! Yay! Ja. Kannst du mir den Namen geben dafür? Wie würdest du es nennen? PPAP. Right? PPAP. Absolut richtig. Er hätte es so auch zählen lassen. Also man wusste ja, dass du weißt. Bitte? I have a pen, Apple, so das. Ja, PPAP ist richtig so. Wir haben gar keine Streitfrage. Mango hat es so gesagt, wie es heißt. Das passt. Pineapple Pen. Respectable. PPAP. Sehr, sehr gut. Nach einer halben Sekunde. Wer von euch hat gebuzzert gerade? Maluna, oder? Maluna. Glaube gleich. War ich das? Ihr habt beide gebuzzert. Lol. Oder wir haben gleichzeitig. Eingehören. Okay. Wir befinden uns bei Basti und bei Baso. Nee, ich glaube. No Way. Maluna hat gerade das ausgewählt. Jetzt sind jetzt noch, wie viele Fragen? Es sind noch 6, ne? Ja. Das heißt, wir nehmen jetzt noch eine weg, die wir nicht wollen. Na, gleich. Philly, ich sehe uns. Schätzen ist schlecht für uns und Codewurst, ne? Warte, ich schreib dir nochmal eben was. Ja? Als Taktik, oder? Wär schon schlau. Wär schon schlau, ja. Oh, ja. Das wäre smart, das, eigentlich. Das wäre sehr smart, ja. Okay, müssen wir dann. Machen wir gleich, ja. Ich nehme mal Codenames 500. Okay. Codenames 500, okay. Also, visualisieren, ne? Ja. Ich würde euch auch mal an die Joker erinnern, übrigens. Ja, vor allem genau. Für die letzten 5 Fragen sind die natürlich immer besonders wichtig. Ihr kriegt insgesamt nur einen Joker, sprich, die erneuern sich nicht nach dem ersten Board. Aber für die doppelten Fragen sind Joker natürlich besonders viel, viel wert. Okay. 4 Begriffe für Codenames. Tomaten. Eminem, Italien und Gabel. Okay, das haben wir. Ja. Ha? Welcome. Oh, scheiße.
Es kann nicht sein, dass es in jedem Team immer eine Partei gibt, die nicht sofort an das Gleiche denkt. Das fällt mir gar nichts ein. Das ist super obvious. Ready, komm. Ich brauch gar... Ich brauch ein bisschen Stille von euch. Ich hab nicht zu viele Pointer und sowas. Ich bin dumm. Ha? Ha? Was ist denn Emily? Ich hoffe so sehr, dass Basti dasselbe schreibt. Ich hoffe so sehr. Ich stehe hier komplett auf dem Schlauch gerade. Das ist so funny. Kriegt ihr jetzt von mir einen Timer, weil es Leute gibt, die noch keine Auswahl getroffen haben. Ich glaube, ich muss ändern. Scheiße. Oh. Simpler kriege ich es nicht hin. Simpler ist das Simpleste. Oh, ich glaube, ich hab's. Mhm. Die ersten Codenames-Punkte. Gibt's die ersten? There's vomit on your sweater already. Mom Spaghetti. Irgendwann ist Spaghetti. Alle Songs verloren gegangen in meinem Kopf. Jetzt ist die Frage, wer von euch Mom Spaghetti geschrieben hat und wer nur Spaghetti geschrieben hat. Ach, come on. Ich habe nur Spaghetti geschrieben. Bist du dumm, Simpel? Simpel! Alles gut, du bist doch nicht dumm vergessen. Okay, wir haben hier die richtige Antwort bei Team Mango und Maluna. Wir haben Spaghetti. Ja, da ist ein, die Schreibweise ist jetzt erstmal egal, ne? Das ist auf jeden Fall dasselbe Wort. Das war aber auch knapp, also du hast mich jetzt bei dir gesehen, du hast in der letzten Millisekunde Mom rausgelöscht. In meinem Gehirn erst Mom Spaghetti. Ich bin die ganze Zeit so, Rap-God? Hä? Eminem? Rap-Tomato-Sauce, Rap-God. Nee, Basti hat auch Spaghetti geschrieben, leider, weil Linda Mom Spaghetti hat. Und da haben wir eine Differenz. Das zählt leider nicht. Mom Spaghetti und Spaghetti. Komm, Freddy, du hast auch Spaghetti. Kann ich nicht durchgehen lassen, tut mir leid. Wir haben einmal noch Philipp mit Krager Spaghetti. Warum Freddy mit Atome? Schade, da wird verdammt. Ich hab einfach gedacht. Wenn man den Eminem-Text nicht kennt, kann man nicht noch. Ja, Team Basti, Basis, tut mir leid, aber da ist einfach eine Differenz zwischen Spaghetti und Moms Spaghetti. Aber Atome-Spaghetti kann man schon irgendwo gelten lassen. Also, das ist schon auch dasselbe. Ne? Weil, obwohl es dasselbe Wort ist. Also wir haben beide Spaghetti geschrieben. Ist egal. Ja, aber einer hat, das ist wie mit Hauptstadt und Stadt. Leider gibt es da halt noch ein Wort mehr. Und das ist mir zu viel. Na gut. Ja. Mango und Maluna. War trotzdem gut. Kassieren. Aber einer hat los hier alles. Stimmt, das einzige Mal. Tut mir leid, dass ich streng bin, aber wenn es bei Hauptstädte und Städte vorne ist. Ist ja nicht so schlimm, du bist ja bei allen so streng. Ja, das stimmt. Ich merke eine Tension und möchte diese auflösen. Möchte ich hier aber keine. Da wäre hier keine. Da muss ich leider durchgreifen. Da wäre hier keine. Ja. Aber ihr seid trotzdem auf dem ersten Platz. Ja. Noch. Und, wir sind alle knapp beieinander. Das ist richtig. Das ist wieder sehr knapp. Ja. Durch die 500 und leider Punkte. Leider geben jetzt aber alle Doppelpunkte. Und jetzt gibt alles Doppelpunkte. Das wird nicht angezeigt. Das haben wir noch nicht eingebaut. Aber ihr kriegt von mir doppelte Punkte. Sprich, 400, das sind 800, 500.000. Ne? Mathe Mann. Kommt da selber drauf. Und Basti, gib mir bitte die nächste Frage. Dann machen wir Meme-Wurm zu. Meme-Wurm! Dann, warte! Für 600. Darf ich meinen Joker nicht benutzen? Ist zu spät. Warum? Du hast ja direkt weitergemacht. Aber du hattest ja richtig. Wenn du selber die Frage wählen kannst, hast du den Vorteil, dass du den Joker aussuchen kannst und die Kategorie. Also ich darf nicht, nachdem jemand die Kategorie hat, meinen Joker benutzen. Okay, Da habe ich das falsch verstanden. Du musst. Ja, der Masterplan, jetzt darfst oder? Du siehst das Board. Ja, aber wenn Basti jetzt gesagt hätte 300, hätte ich direkt reingrätschen können? Sofort, ja. Solange ich nicht draufgeklickt habe, ist in Ordnung. Ach, Mann. Ich bin schon weg, tut mir leid. Na gut, my bad. Sofort bleibe ich streng. Ja, wenn du einen abkriegst, kriegst du jetzt auch einen ab. Ja, nee, ist ja alles in Ordnung. Okay. Solange du die erste anderen bist. So. Oh mein Gott. Ja, du hast von mir gute Behandlung bisher bekommen. Na, ich bin ganz vorsichtig. Ich mach doch nur Spaß. Ist ganz vorsichtig. So. Ihr kriegt von mir jetzt die erste Sekunde. Niemand buzzert. Und ihr kriegt von mir 3. Ich schwöre bei Gott, ich höre nichts. Ich höre auch nichts mehr. Ich auch nicht.
Ich habe den ersten Song. Ich habe auch nichts gehört gerade. Das ist zu leise. Malula, das ist nur leise. Okay. Nein, also den ersten Sound habe ich gehört, beim zweiten habe ich nichts gehört. Beim zweiten habe ich auch nichts mehr gehört. Hast du was gehört, Mango? Ja. Ich habe auch was gehört. Ich habe was gehört. Oh, scheiße. Ich habe nichts gehört. Hast du jetzt gebuzzert? No word. Ja, aber ist ja unfair in dem Sinne, weil das ist, haben die alle tatsächlich, nicht. Das ist tatsächlich unfair. Bei uns hat man nichts gehört. Noah und Philipp haben auch nichts gehört, leider. Die haben die wenigsten Punkte, das ist okay. No? Ich habe auch nichts gehört. Also wir haben, glaube ich, beide nichts gehört. Basti Baso, habt ihr was gehört? Ja. Ich habe auch beide gehört, was gehört. Ja. Ja, dadurch, dass Noah und Philipp nichts gehört haben, darfst du auch einfach rausnehmen, oder? Muss ich leider rausnehmen, weil das technisch ich nicht... Ihn gönnen. Du kannst mir gerne eine Antwort geben, aber ich muss das wahrscheinlich rausnehmen, weil Noah und Philipp gar nichts gehört haben, leider. Ich kann es mal abspielen, ja. Weil dann, wenn ich es nicht wüsste, dann kann man angefangen mir antworten. Das ist ja nur fair. Nee, hätte ich nicht gewusst. Hast du es gewusst, Noah? Wie heißt das? Wie heißt das? Coffin Dance. Oh. Ihr beide hättet es nicht gewusst. Mango hätte es gewusst, tatsächlich. Denke, es ist wahrscheinlich fair, wenn er den Buzzer dafür auch kriegt. Du hättest es gewusst, ne? Also du hättest es auf jeden Fall gewusst. Mir ist egal. Also ich verstehe das. Ich würde sagen, wir geben es ihm einfach. Komm. Ich würde es auch können. Bastian Baso, solange ihr das gehört habt, Bastian Baso, ist es für mich fein, weil die anderen beiden. Ich kenne das auch, aber ich weiß den Namen nicht. Also von mir aus. Hätte der Original-Songtitel auch gezählt? Wie heißt der? Weiß ich nicht, aber die Antwort, die hier gesucht war, ist natürlich Coffin Dance. Und das war falsch. Ich hab gerade nur, wie viele Punkte habe ich gerade gekriegt? Ne, wir haben 300 Punkte. 300, das genau gestimmt. Das sind doppelt. Aber die gibt's doppelt, ja. Ist doppelt. Oh. Hä, wieso gibt die doppelt? Sind wir schon bei den letzten fünf? Wir sind bei den letzten fünf. Scheiße, doch nicht. Ich dachte drei. Ja. Miau. Wir haben vorher 400 gekriegt. Ja, danke fürs Fairsein, Philipp Freddy. Ja. Sehr gut, dann zählt der Basel. Ansonsten hätten wir die einfach rausnehmen müssen. Aber ich meine, Team Basti Baso hat's ja eh gehört. Und dann war's nur ich. Okay, dann haben wir Mango und Maluna mit der viertletzten Frau auf dem Board. Richtig? Okay. Ah, es kommt nochmal ein ganzes zweites Board, ne? Ja. Ja. Nee, dann schätzen. Nee, ja doch, ist egal, schätzen 400. Okay. Oh! Schätzen für 100, eine goldene Frage. Oh, da gibt es einen Joker, wenn man die richtig hat, ne? Schätzen für 100, wer diese Frage richtig beantwortet, kriegt, oder wer die Punkte hier kriegt, kriegt gleichzeitig auch einen Duellhandschuh, den er dann gegen andere Teams benutzen kann. Ein anderes Team, bei dem hier spezifisch. Und dann spielt er so ein Minigame gegeneinander. Gewinner zieht dem Verlierer Punkte ab. Jetzt verstehe ich auch, warum man nicht Joker jetzt spielen dürfte, weil sonst weiß man ja schon, dass es Gold ist. Richtig. Macht Sinn. So nämlich. Richtig, richtig. Und die Frage, die ihr von mir kriegt, ist, die Fläche des Berliner Tierheims entspricht wie vielen Fußballfeldern? Ach du Scheiße. Kann ich das auch in Waschmaschinen hinschreiben? Du kannst nicht in Elefanten hinschreiben, nicht in Waschmaschinen. Bitte in Fußballfeldern. Es ist mir leider nicht geläufig, wie viele Waschmaschinen in ein Fußballfeld reinpassen, das Problem. Ja, ist eine gängige Umrechnung. Das ist so wie Dezimeter in Meter, das muss man eigentlich. Das ist ja meine Bildungslücken. Ich habe nur WoW gespielt, weißt du? Okay, da misst man ja anders. Da misst man leider anders. Miau. Ja, ihr habt ja wahrscheinlich alle ganz viel Fußball gespielt in eurer Jugend. Ja. War bestimmt auch ganz oft beim Tierheim vor Ort und jetzt lauft in Gedanken einfach mal über euer Fußballfeld und dann übers Tierheim und guckt, wie hoch euer Puls ist und dann rechnet ihr das um. Einfach. Das Schlimmste ist, wenn man glaubt, das schon mal gehört zu haben, aber sich nicht mehr erinnern kann. Hört man sehr oft, aber ist halt nichts, wo man sich denkt, oh ja, das wird mir auf jeden Fall weiterhelfen im Leben und dann speichert das hier das wahrscheinlich einfach gar nicht ab. 15 Sekunden Timer kriegt ihr von mir. Vielleicht. Ah. Was? Okay. Ich, keine Ahnung, ich hab so... Ich vertrau dir da voll. Ja, ist wahrscheinlich richtig lost. Das wäre das größte... Also, das... Okay.
Okay. Max hoffen. Warte, das ist richtig, pass auf. Ja, ich hab davor auch gelacht, ne? Also du kannst voll recht haben. Ich glaube, es ist absolut tot. Wir lösen mal auf. Mango und Maluna haben gesagt, 0,5 Fußballfeld. Was? Das ist Berlin, Junge. Weißt du, was du 3 Fußballfelder für Hotels bauen kannst? Das ist das größte Tierheim Europas, oder nicht? What? Das Berliner Tierheim ist das größte Tierheim. Ein halbes Fußballfeld? Da passen nicht mal 2 Hunde rein. Also, Philly, ich hätte gesagt, no way, und hätte ich gesagt. Ja, wir machen erstmal weiter mit Linda und Basti. Die haben nämlich gesagt 28. Ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp. Sehr viele Fußballfelder haben die genommen. Ich glaube, es werden wahrscheinlich so 50-40 sein, glaube ich. 75 ist too much. Und damit haben dann Basti und Basti gewonnen, glaube ich. Oder das sagt er, weil Freddy und Philipp gesagt haben, 75 Fußballfelder. Oh. 75 Fußballfelder ist, das sind viele Fußballfelder. Tatsächlich. Das sind eine Menge Fußballfelder, ja. Aber es ist auch ein großes Tier. Ja, in Berlin ist das größte Europas. Für das wir eine Menge Europas. Spenden brauchen, ne? Genau, so. Wir brauchen eine Menge Spenden. Richtig, Philipp, dankeschön. Bitte. Menge Better Play Spenden, weil da sind natürlich ganz viele Fußballfelder und da laufen Tiere rum und schießen Bälle ins Tor. Und es ist riesig, tatsächlich. Aber nicht so riesig, wie ihr denkt. 22 Fußballfelder. Scheiße. Das ist die richtige Antwort. Linda und Basti waren sehr, sehr nah dran. Kriegen damit nicht nur 400. Fast ein halbes Bundesland wahrscheinlich. 800 Punkte. 800 Punkte und den Duellhandschuh. Den könnt ihr jetzt jederzeit einlösen. Und dann spielt ihr gegen ein anderes Team. In dem Fall. Nur ein anderes Team. Anders als der nächste, den ihr nachher sehen werdet. Den spielt ihr gegen ein anderes Team. Ihr könnt zum Beispiel sagen, gegen Mango Maluna oder gegen Noah und Philipp. Also und dann gibt es ein kleines Minigame, bei dem ihr einen bestimmten Punktewert spielt. Aber das erklären wir alles nochmal. Worum es da geht bei dem Joker, erfahrt ihr erst, wenn ihr ihn zieht. Es ist ja auch oben an der Grenze zu Brandenburg. Das ist ja kein Wunder. Da kann sich ja jeder Quadratkilometer leisten. Das, ja. Da kriegst du ja für 3 Euro kriegst ja schon direkt ein halbes Fußballfeld. Kann ich nochmal was fragen? Ja. Diese Item-Dinger, die gelten jetzt nur für das Board hier, ne? Nee, insgesamt. Ihr habt, okay, gut, die Items habt ihr über das komplette Game. Okay, gut. Ihr müsst die jetzt quasi nicht ziehen. Ihr könnt okay, dann habe ich mich vorhin verhört, weil ich dachte, okay, alles gut. Okay. Freddy, Philipp! Ja. Ihr seid dran. Bist also, du ja, ne? Ich bin dran, ja. Ich würde sagen, wir nehmen diese hier Artischocke. Mit 600. Die Artischocke. Sehr kinderfreundlich ausgedrückt. So bin ich. Artischocke. Okay. Philly, das ist deine Kategorie. Die choke ich gleich rein. Whatever. Das könnte unser Comeback werden. Okay. Berühmte Persönlichkeit wird gesucht. Ihr kriegt von mir jetzt 3 Emojis. Und die sehen folgendermaßen aus. Wirkt alle etwas planlos. Niemand traut sich zu buzzern. Ich kann euch leider nicht helfen. Aber es geht um 1200 Punkte. Man verliert aber auch 600, wenn man falsch macht, ne? Ja. Das ist mir nicht wert. Kriegt jetzt einen Timer von mir. Und wir sind durch. Hat irgendwer eine Idee? Ist es irgendwas mit klassischer Musik? Ja, hätte ich auch gedacht. Ja, so nee. Aber nee? So, nee? Nee. Achso, okay, gut, dann nicht. Nicht unbedingt. Das erste. Was mit Deal und einer Türe? Das ist wirklich ein bisschen schwer gewesen, tatsächlich. Deal? Oh, lol. Das erste sind Hände. Hands. Hand, Door, ja. Note. Zweite ist eine Tür.
Die Türe führt in ein Zimmer. Hans Zimmer. Oh, Hans. Hans. Unterkomponist. Was? Oh. Nein. Damit der Tür wäre ich niemals auf Hans Zimmer gekommen. Hans. Es ist Hans Zimmer. Komm mal auf Hans Zimmer über die drei Emotes, Alter. Ja, es tut mir. Also ich. Wer hat die Frage? Das hast hoffentlich du geschrieben. Ja. Okay. Der wäre so geil, das ist voll lustig. Aber niemand kommt drauf. Selbst Hans Zimmer wäre da nicht drauf gekommen. Jetzt, wo du es erklärt hast, habe ich dann. Ja, aber erst nach der Erklärung. Ja, das war sehr schwer. Ich wusste auch, dass da wahrscheinlich niemand drauf kommen wird. Aber ich fand es lustig, deswegen wollte ich es reinnehmen. Ja. Oh, fair. Fair, ja. Punkte sind weg. Chat kam nach kurzer Überlegung. Die kam irgendwann dann schon so leicht drauf. Mhm. Aber ich weiß nicht. Ja, das ist auch Schwarmwissen. Der Chat weiß alles. War Schwarmwissen, ja, irgendwann gibt es mal der. Ja, also. Und Anna googelt immer. Ja, aber das kannst du ja nicht gut. Gibt's die Emojis also? Ja, Hans Zimmer, klar. Hast du die Emojis eingegeben so und dann kannst halt... Kommt direkt raus, gar kein Problem. Okay, Philipp, wir Freddy und eine, Philipp, ihr habt gerade richtig, sprich Basti und Baso müssten jetzt dran sein. Eine von denen brauchen wir. Schätze ist unser Masterclass, da kommen wir. Ich weiß nicht, ob ich oder du dran bin, Basti. Ja. Ich bin dran. Nicht schätzen. Dann nehme ich Schätzen 500. Schätzen ist eine absolute Vollkatastrophe bei mir, muss ich sagen. Schätzen 500. 0,5, Leute. Komplett falsch. Du bist immer viel zu weit oben. Ich ja, ja. Ich glaube, wir müssen unten. Uns in der Mitte irgendwo treffen. Aber du musst noch mehr drücken, dass es in deine Richtung geht, glaube ich. Nee, der fucking Blauwal. Ja, gut, stimmt. Da waren wir beide komplett off. Trinkt ihr gerne Alkohol? Nein. 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 Philipp. Geht so. Nicht mehr so früh. Früher mal öfter, aber mittlerweile nicht mehr. Das stimmt, ja. Bin zu alt geworden. Genau wie du, Vles. Damals, ja, das war noch Zeit. Damals. Das wir beide. Zeit, Philipp, wir beide. Okay, wir gehen in Richtung Frankreich. Und wie viel Liter Wein die jetzt trinken, oder was? Ey? Champagner hergestellt wird. Richtig. Wie viele Flaschen Champagner trinken die Franzosen etwa jährlich? Also ich habe letztens mit Brökener Alkohol-Doku. Seid so schlau, ne? Ihr wusstet sofort, was die Frage ist. Ich habe letztens mit Brökener Alkohol-Doku geguckt und ich sag so viel, der Wert bei Deutschen, was die an Flaschenbier pro Jahr durchschnittlich trinken, hat uns komplett schockiert. Das hatten wir bei StatCheck, glaube ich, letztens, Linda. Ne? Da ging es um die Tschechen. Die trinken ja doppelt so viel Bier wie alle, wie das zweite Land, glaube ich. So, Tschechen haben krank hohen Bierkonsum. Boah, da fangst du schon an, no way, ne? Das ganze Land, ne? Nicht pro Kopf. Das ganze Land. Achso, das ganze Land. Oh, das ist ja. Jetzt habe ich es ja. Deswegen brauchen wir das zuerst. Und dann musst du pro zu sagen. Kopf. Weißt du? Wie viele Einwohner hat Frankreich? Wie viel trinkt jeder Einzelne pro Jahr an Flaschen? Aber es ist ja auch Champagner, ne? Zusammengerechnet. Ja. Champagner, richtig. Aber der kommt ja auch aus Frankreich. Oh, ich kann ihn schreiben. Nicht, worüber sich Linda und Basti gerade unterhalten, aber ihr kriegt von mir jetzt einen Timer. Das ist so funny mit dem Schreiben. Ich lieb das. Komm, ich übertreib's jetzt. Komm, ich vertraue dir da komplett, ne? Ich mach jetzt einfach mal, ne? Doch. Okay. Wir haben. Krass! Wir haben eingeloggt und wir haben zweimal dieselbe Antwort. Auf die Flasche genau. Zeige ich euch eben. Ihr habt nämlich hier beide gesagt 100 Millionen. Ich glaube, es ist sogar noch mehr, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber du hast, also mehr, eins, das ist ja Champagner, weißt du? Der Champagner ist halt sehr spezifisch, also 1,5 Flaschen Champagner. Also Champagner? Franzose. Ich habe nie die Frage gelesen, ich dachte, es wäre Wein. Nö. Wenn lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, das ist schade für dich, du hast 214 Millionen gesagt, das ist natürlich sehr viel. Also, weil ich glaube, so vielleicht trinken die so viel. Ja, ich glaube, Frankreich hat mehr Prosecco und so. Hat wie viele Einwohner, Basti? 50 Millionen, hätte ich gesagt. Wie viel? 58 Millionen. Ja, so um die 60 rum, glaube ich. Ja. Bisschen mehr als 60. Ja, war mal gut diesmal. Das eine Frage gewesen. Und war das nicht die Frage gewesen, ja? Und die Auflösung kriegt ihr von mir jetzt, hinter ein bisschen Mathematik versteckt. Ich glaube, ich habe es nicht mehr aufgeschrieben, aber ich glaube, jeder Franzose hat im Jahr
2,7 Flaschen Champagner getrunken. Und damit kommen wir auf eine Antwort. 185. Damit gewinnen die sogar. Millionen. Ja. Und damit haben Mango und Maluna natürlich knapp wieder nur, aber den besten Wert reingeschrieben. Und die Leute saufen 1000 Punkte. Einfach viel zu viel. Das habe ich damals schon mit der Brücki-Doku gesehen. Das ist crazy. Ja, aber das Champagner ist ja auch sau teuer. Da kann doch nicht jeder Champagner trinken. Die saufen alles. Ja, aber halt nicht die Hälfte viel, ja auch, ne? Weißt du, du hast ja auch Kinder und du hast ja auch Senioren und die ballern die sich saufen das auch alle. Ja, aber es gibt vielleicht mal jemanden, der dann halt einfach fürs Kind mittrinkt. Der trinkt dann halt 6 statt 3, ne? Mhm. Und dann trinkt das aber Kind halt nur 6 eine. 6 Flaschen Champagner, da bist du ja arm danach. Ja. Egal, ja. Wir müssen jetzt übers Late Game kommen. Das zweite rein. Board ist unseres. Das zweite Board ist unseres. Das ging so gut los, haben wir mit den ersten viele zwei Kampen Fragen, aber jetzt. Danach, die ersten 2 200er hatten wir aber. Ja. Mango Maluna, ich nehme euch die letzte Auswahl ab. Ihr wählt dann die nächste Frage auf dem ersten, auf dem neuen Board, auf dem zweiten. Okay. Wir gehen hier in die letzte Frage auf diesem Board. Wow! Wow. Gehen ins Auberginen-Emoji-Dingens rein. Mhm. Ich suche von euch, oder ihr bringt mir am besten ein Videospiel. Ja? Kriegt 3 Emojis von mir. Sehen so aus. Was suchen wir? Ein Videospiel? Ein Videospiel. Gibt hierfür 1000 Punkte, aber auch im Textchat schreiben, ne? Minus 500, das könnt ihr natürlich machen, klar. Minus 500. Gibt ihr bestimmt auch ein paar Antworten, die passen könnten, aber wir suchen nur eine bestimmte. Wenn ich die nicht kriege, dann ist das nicht richtig beantwortet. Und du hast ein Videospiel, ne? Videospiel. Timer ist aktiviert. Wir verlieren 500 bei falsch, ne? Ja. Ja, nee. Niemand hat mir eine Antwort gegeben, die Buzzer sind locked. Ja. Basti und Baso, was denkt ihr, hat sich hier versteckt? Ich habe als erstes Squid Game gesehen, aber es hat halt nur das Game im Namen. Aber es ist ja auch kein Videospiel, ne? Eben. Ja. Ich habe den Octopus gesehen und dachte an Octodad, aber da fehlt ja der Dad so. Der Ring hat mich so erzählt. Der fehlt auch bei mir. Keine Ahnung. Freddy und Philipp. Was habt ihr gesagt? Octodad habe ich bestimmt. Ja. Mango und Maluna. Splatoon. Ich hat das Squid Game auch. Splatoon, okay. Wir dröseln das Ganze mal auf. Der Laptop, der steht nicht für den Laptop per se, sondern für das Betriebssystem Windows. Gut, Glück gehabt. Der Tintenfisch für Ink. Windows Ink, Osu! Es ist Osu! Es ist Osu! Wirklich? Oh mein Gott. Windows Ink und die Kreise für das, was man bei Osu anklickt. Oh. Das wäre Osu gewesen. Tatsächlich. Das ist ein Hardcore-Insider, aber dann. Das ist ein Hardcore-Insider. Hat Windows Ink mit Osu zu tun? Ja, es gab. Ja, das ist ein kleiner Insider. Soll ich es erklären? Nee, das weiß ich ja, aber. Also, das hat ja. Ja, also, ich wurde damals fürs Cheaten beschuldigt in Osu und der Grund dafür war, dass ich in meinen Tablet-Einstellungen Windows Ink offen hatte und das Programm, womit die geprüft haben, ob ich cheate, halt Windows Ink nicht identifizieren konnte. Diese Cheatwelle ging Windows so Ink zwei Monate. Windows Ink korrigiert deine Eingabe manuell. Automatisch. Ja. Und das sah dadurch so aus, als wenn es maschinell unterstützt wäre. Also, in anderen Worten, ich habe gecheatet in Osu. Aber ja, das ist das Spiel. Es geht wieder los, nein. Oh nein, die Osu-Welle. Es gibt immer noch die Reddit-Einträge von damals. Also ganz viele Leute. Ja, und es sind auch immer Leute hinterher, die denken, dass das richtig wäre. Ja, es war ein kleiner Wink daran. Wir hatten ursprünglich ein Windows, also Window drin. Ja, ich dachte, Osu ist eher so irgendwas mit Musik oder so. Ja, aber da wären wir über andere Sachen drüber gegangen. Anfangs war da auch Window drin, aber das ging unter Windows 10 nicht. Und ursprünglich hatten wir die Emojis fest drin, dann hätten die bei euch anders ausgesehen. Das wäre nicht gut gewesen. Niemand kriegt Punkte. Wir haben das erste Board durch und wir gehen jetzt in den ersten, bevor wir aufs zweite Board gehen, in den ersten Duellhandschuh mit allen drei Teams rein, tatsächlich.
Geil, die finde ich auch mal nice. Genau, den ersten Duell ein paar Punkte gebrauchen, ne? Board 2 gehört uns, vielleicht. Freddy. Board 2 ist unsers. Ja, ja. Wir haben kein Overlay dafür. Das ist ausgelegt auf 1 gegen 1. Ne? Aber ihr spielt trotzdem alle mit. Das lösen wir übers Discord. Ich erkläre euch gleich um was es geht. Mir wird gerade nur im Discord geschrieben. Ich muss mal gucken. Funktioniert folgendermaßen. Ihr spielt jetzt alle gegeneinander ein bestimmtes Game. Es ist relativ simpel. Bei den Duellhandschuhen nach dem Board. Bei dem Duellhandschuh nach dem Board spielt ihr alle gegeneinander. Wir haben jetzt auf Namen von Kutscher und Norway 400 Euro reingespendet gekriegt. Das ist der höchste Spendenstand nach dem ersten Board. Also am meisten Leute haben quasi Norway und Philipp in ihre Spenden reingeschrieben. Das heißt, ihr kriegt das Handicap und ihr beide spielt gegen Mango, Maluna, Basti und Baso. Das heißt, ihr müsst doppelt so viele Antworten geben, ihr werdet bestraft quasi. Ihr kriegt ein kleines Handicap. Es geht aber nicht um zu viel, es geht um 200 Punkte im Endeffekt. 200 Punkte haben oder nicht haben, ne? Ja, 200 Punkte haben oder nicht haben. Okay. Wir starten erstmal. Für die 200 nicht eher, dass die doppelten Punkte nicht werden. Cool. Das sag ich auch, Mango. Alter, voll die coole Animation. Die Animation ist irgendwie cool. Oh, ich bin nicht so groß. Hallo, Linda. Hallo, ich bin pixelig und groß. Beides. Oh, Junge, 1v1. Fäuste hoch. Es funktioniert folgendermaßen. Im Endeffekt geht es hier. Messer nicht hier. Die Gewinner, die kriegen 200 Punkte und das Verliererteam verliert 200 Punkte. Für Philipp ist es natürlich schwerer und für Freddy. Weil das folgendermaßen abläuft: Es geht hier um die Top 15 Spotify Artists nach Monthly Listeners. Darf man sich selbst nennen? 8.12. Könntest du machen, ja. Weiß nicht, ob das so gut enden würde. 15 Stück. Starten, weil sie verloren haben, tun wir hier mit Philipp und Norway. Und das Problem oder das Handicap ist im Endeffekt, das ist ein bisschen gemein, ne? Aber ihr müsst quasi jedes zweite Mal antworten. Ihr antwortet, dann Linda und Basti. Dann antwortet ihr, dann Mango und Maluna. Dann antwortet ihr. Nicht? Ihr dürft einfach reden miteinander. Aber ihr könnt natürlich auch schreiben, wenn ihr Bock habt. Yes. Und das erste Team, was keine Antwort weiß, verliert im Endeffekt 200 Punkte, die anderen beiden kriegen 200 Weil dann Punkte. Wissen sie sicher, weißt du, oder? Ist die nicht da? Da kann ich nicht einschätzen. Ich habe noch also ich gehört weiß, von dem. Weltweit übrigens. Es geht nicht um Deutsch, ne? Es geht nicht um Deutsch, es geht um weltweit. Die sind alle da, die sind alle da. Ja. Okay. Aber welchen von denen wissen sie am ehesten? Warte mal. Siehst du den Chat, Masat? Nee. Weißt du wen hier? Der ist doch schon auch, oder? Ja, aber nein, der ist doch nicht dabei. Meinst du nicht? Der ist Bedenkzeit. Der ist crazy. Also ich gebe euch eine kurze Bedenkzeit und weise darauf hin, dass wir für. Das hier wird auch nach dem zweiten Board quasi nochmal passieren. Wir resetten jetzt quasi also, die Idee. Nimm erstmal das erste von okay, mir. Okay, dann gehe ich mit einer meiner absoluten Lieblingssängerinnen, Taylor Swift. Log ich gleich ein. Ich erzähle nur ganz kurz fertig, weil ich war mitten im Satz, Philipp. Oh, entschuldige. Ja. Ich habe. Ja. Genau das machen wir nach dem zweiten Board auch nochmal. Wir resetten jetzt nur den Spendenstand bei den einzelnen Leuten, sprich Handicaps. Ansonsten würdet ihr wahrscheinlich aber nochmal ein Handicap kriegen nach dem zweiten Board. Sprich, da gibt es jetzt ein Reset. Nach dem zweiten Board passiert das nochmal, nur damit ihr Bescheid wisst. Und ihr loggt Taylor Swift ein. Obwohl. Ich mach mal so ein paar Guesses rein. No way, ne? Ich mach so ein paar Guesses rein. Jetzt will ich erstmal. Ja, ja, von genau. Linda und Basti. Der ist, glaube ich, auch insane. Ist das zweite, was ich geschrieben habe, fein, Basti? Wollen wir das erstmal sagen? Würde fast schon was Offensichtlicheres nehmen. Und zwar okay, das dritte. Ja, dann nehmen wir Ed Sheeran. Ich habe noch eine Idee. Ed Sheeran. Mhm. Bing. Oh. Nimm erstmal das erste aus meiner Liste. Dann nehme ich Drake. Ich glaube, die von mir sind alle 100%. Ich glaube, die sind sehr gut, ja. Ja. Und Mango und Maluna sind jetzt dran. Ihr seid nicht groß in der Kamera, wir haben das leider nicht angepasst. Aber, gekriegt, ja. Aber ihr seid dran. Wollen wir deins nehmen oder eins von meinen? Ja, ich glaube, lass lieber eins von meinen. Okay. Okay, weil ich glaube. Das erste. Ja. Billie Eilish. Oh, stark. Aber die hat lange kein Album mehr rausgehauen. Ich glaube, das könnte sein, dass sie schon rausgedroppt ist. Das ist eine Niete. Ne? Die könnte rausgedroppt sein, weil die momentan keine aktive Billie Eilish ist, wie ihr gerade schon angemerkt habt, leider eine Niete. Ha? Verliert ihr 200 Punkte, wenn die anderen beiden 200 Punkte aufs Konto kriegen. Das glaube ich nicht.
Billie Eilish ist nicht in der Top 15. Da gab es zu lange kein Release und nach Monthly Listeners sind die nicht mehr mit drin. Was ist denn das Tiefste an Monthly Listener? Hast du die Zahl? Ich habe die Zahl leider nicht hier, aber Billie Eilish ist nicht mit drin. 49 Millionen Hörerinnen. Das ist nicht viel, tatsächlich. Ist leider nicht mit drin. Billie ist auf 22. Nicht super weit weg, aber schon ein bisschen. Ja gut, nicht viel ist auch übertrieben, wenn sie auf 22 ist. Genau, wir haben hier noch ganz viele Sachen mit drauf. Zum Beispiel Shakira. Also, da wäre ich nie drauf gekommen. Ach, wir haben das erste Board, hast du jetzt gewonnen, schon? Oder was? Jetzt das war schon, ja, das war schon. Mango und Mazzard, genau, oder? Mazzard, und das ist im Endeffekt, ein Team verliert 200 und die anderen beiden kriegen 200. Ach, aber das ist schon aufgelöst im Endeffekt. Genau, wir haben hier Dua Lipa, Eminem, Coldplay, Bad Bunny, Harry Styles. Bad Bunny, das ist... David Guetta so weit oben. Ariana Grande. Ja, David Guetta hat ganz viele Sachen wieder rausgelassen gerade. Ne? Mit Weeknd auch zusammen. Ich glaube, der hat mit Weeknd irgendwas gemacht. Ja, der ist auch ein Weeknd, das war der, ja, den hattest du. Und da haben wir das. Justin Bieber. Das ist auch gar nicht gewesen, krass. Den Ness hätte ich auch oben gedacht. Hätte auch überlegen können, ob er das weiterspielt so, ne? Aber hier geht es im Endeffekt nur darum, dass ein Team verliert und das, was das Handicap hat, für das ist es wahrscheinlich am schwierigsten. Aber Coldplay auch so weit oben, hätte ich auch nie gedacht. Ich dachte tatsächlich, das Kanye West, der war da, ich habe da irgendwann mal so ein Spotify-Ding gesehen, da war der auch oben. Hm. Ja, der hat sich verabschiedet. Der hat sich da wohl schnell verabschiedet, aktuell. Wie aus allem verabschiedet. Wie heißt diese koreanische K-Pop-Band? Die hätte ich auch noch weit oben gedacht. BTS. Warum hast du denn jetzt uns Punkte abgezogen? Wir haben so wenige, Flesk. Nee, die verlieren keine Punkte. Das war auch nicht ich. Das war Mods, aber das muss Mango und Maluna verlieren 200. Der Rest kriegt 200 quasi.